So, es ist jetzt drei oder über drei Monate her, dass es eine Folge Box in the Shelf gab und deswegen wird es mal wieder Zeit. Allerdings gab es eine echte Heavy Rotation bei mir im Regal. Das heißt, manche Spiele sind gekommen, habe ich direkt wieder nach einer Partie verkauft, vertauscht, sonst irgendwas. Und ich habe jetzt hier mal einfach ein paar Spiele hingestellt, wo ich glaube, dass es Perlen sein könnten. Und deswegen, ihr werdet auch jetzt sehen, ein Großteil der Spiele, die ich jetzt zeige, sind Spiele, die schon länger auf dem Markt sind. Ich bin so ein bisschen davon weggegangen, jeder Neuheit hinterher zu rennen, sondern habe jetzt eher mal angefangen zu gucken, was für Spiele hatte ich schon immer mal auf dem Schirm, welche Spiele interessieren mich überhaupt. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal ein paar Spiele, von denen ich der Meinung bin, dass es kleine Perlen sein könnten oder coole Spiele, die ja, vielleicht schon mal so ein bisschen wieder ein bisschen ins ruhigere Fahrwasser geraten sind. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß und bin gespannt, was ihr von den Spielen habt. Game Number One ist eine Studie in Smaragd. Grün ist Study in Emerald. Neil Gaiman ist ja ein Autor. Ich glaube, der hat so Kurzgeschichten oder so kleine Bücher geschrieben. Und genau, Martin Wallace hat quasi dazu ein Spiel gemacht, wo es um die großen Alten geht. Ein Deckbilder. Und das Spiel ist von 2015, also 6 Jahre schon alt, beziehungsweise 2015 ist es zumindest beim Schwerkraft Verlag erschienen. Und ja, damals noch Tree Frog Games, das war ja von Martin Wallace. Und ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe es mir geholt, weil der liebe Matti halt gesagt hat, boah, Benny, das musst du dir unbedingt holen. Super Game, cooler Deckbilder, macht mega Spaß. Und deswegen, tja, ist schon 6 Jahre alt. Ich bin super gespannt drauf. Das sieht jetzt erstmal auf den ersten Blick gar nicht so geil aus, muss ich zugeben. Aber ich habe mal so in die Regeln reingelesen. Der Matti sagt auch so, ja, und die Karten haben also verschiedene, kannst du jede Karte mehrfach einsetzen, so auf verschiedene Art und Weisen. Und es ist auch irgendwie so ein kleiner Deduktionsmechanismus noch drin. Man muss halt gucken, irgendwie, wo sind so Kultisten drunter und so. Ich bin echt gespannt drauf, soll ganz cool sein. Erste Game, neue Sammlung. Dann ein Spiel, was ich damals schon auf der Messe vorgestellt hatte. Australien, auch wieder Martin Wallace. Also ich merke, dass ich meine Wallace-Spiele langsam hier vermehren. Brass, Studien Smaragdgrün, Rocketman, Australien. Also ein paar Games von ihm habe ich. Ach ja, London auch noch. Und von 2018, also ist mittlerweile 3 Jahre alt. Ja, hat ja auch so diesen Kniff irgendwie, dass wir so unsere Eisenbahnstrecken bauen und dann irgendwie im Outback auf die großen Alten treffen. Ich bin gespannt drauf, hab's noch nicht gespielt, super lange gesucht. Dann hat es einer in meiner Brettspielgruppe oder von meinem Brettspielstammtisch verkauft und da habe ich direkt zugeschlagen, weil der Preis recht fair war. Mich würde mal interessieren, was ihr zu dem Spiel sagt. Das ist ja so ein bisschen, polarisiert ja so ein bisschen. Es gibt ein paar Leute, die es richtig cool finden. Da kommt ja auch eine Erweiterung jetzt zu raus, da bin ich auch mal gespannt drauf. Und werde es mir auf jeden Fall mal angucken. Vielleicht kommt jetzt demnächst mal auf den Tisch. Ja, Australien. Ich fand das Thema halt cool und diese Kombination aus Eisenbahnstrecken im Outback bauen und gleichzeitig dann mit den großen Alpen. Ich bin gespannt drauf, aber mich würde vor allem mal interessieren, was ihr zu dem Spiel sagt. Dann bleiben wir direkt im Jahr 2018 und ja, Second Gate Games Monsterlands war ja auch ein Kickstarter. Ist, glaube ich, ganz gut gefundet worden, auch von der Summe her. Hinten raus, ja, waren die Meinungen sehr durchwachsen. Leute haben gesagt, das Spiel dauert sehr lange, viel zu komplex für das, was es vielleicht sein möchte oder ist. Aber es ist halt so ein Game, wo ich mir gesagt habe, komm, ich würde es mir wirklich gerne selber mal anschauen, weil ich halt das Thema irgendwie geil fand. Und ja, deswegen bin ich mal gespannt, was jetzt am Ende bei rumkommt. Und auch hier würde mich echt mal interessieren, ist auch so ein Spiel, was ihr davon haltet. Wie gesagt, die Meinungen waren ja echt recht durchwachsen und ich hoffe, dass es kein Mega-Fehlgriff war und bin auf jeden Fall mal gespannt drauf. Also wenn das Game keine Perle ist, weiß ich es auch nicht. Von Everything Epic aus dem Jahre 2017, Big Trouble in Little China, The Game. Und auch maximaler Trash, ey. Es ist, ihr habt so eure Helden und dann würfelt ihr halt die Würfel und dann müsst ihr die so in das Board reinsetzen. Dann könnt ihr die Aktionen auslösen, dann kann man epische Aktionen auslösen. Und im Prinzip ist es ganz eng am Film. Ihr seid erst in der Stadt und müsst da ein bisschen rumlaufen, bis ihr dann hinten raus in diesen Palast da reinkommt. Und ja, es sind alle Helden drin, alle Bösewichte. Ja, es ist wahrscheinlich auch maximaler Trash, aber danke Sascha, dass du es mir abgegeben hast. Ich habe echt Bock drauf, habe es mir lange angeguckt und es ist halt ein Spiel, da kommt man gar nicht so gut dran, weil die Auflage nicht so groß war. Und bin echt gespannt drauf. Hat auch so ein kleines Questbuch, so ein kleines Abenteuerbuch. Material ist ganz cool, natürlich ganz viele Minis wieder und sowas. Big Trouble in Little China finde ich persönlich auf jeden Fall eine Perle. Das hat nicht jeder in seinem Regal.
Jetzt sind wir im Jahre 2014 und zwar Hyperborea. Ich habe es tatsächlich noch nie gespielt, noch nie besessen. Es ist ja out of print, kommt man gar nicht mehr ganz so gut dran. Ihr seht, es ist tatsächlich aktuell das einzige Spiel meiner Sammlung, was noch in Folie ist, weil ich da gesagt habe, das werde ich ganz feierlich auspacken. Hat mir sagen lassen, man soll unbedingt die Erweiterung noch dazu und ich werde jetzt erstmal ohne spielen, weil es gibt ja noch die Shadows, Light and Shadows Erweiterung, glaube ich. Bin ich sehr gespannt drauf. Hat ja wie dieses Backbuilding. Ja, hab's schon ein paar Mal auf dem Tisch gesehen, hab's aber bis jetzt noch nie gespielt und dementsprechend bin ich da recht heiß drauf und finde, also ich meine, das Spiel ist jetzt 7 Jahre alt, das ist auf jeden Fall eine Perle, würde ich sagen. Doom the Board Game erschien bei Fantasy Flight, Asmodee im Vertrieb, so ein One vs. Many, einer spielt irgendwie das Böse, die anderen spielen irgendwie dann halt die Troops, die da reinmarschieren, soll bockschwer sein, also für die Helden recht knackig und auch hier, das ist auch von 2016, also ihr seht, ich bin irgendwann so Mitte der 2010er momentan viel unterwegs. Habe ich mir super lange immer mal wieder angeguckt. Es wurde die erste Edition öfters mal verkauft. Immer mal wieder Bock drauf gehabt. Und dann war es so der Klassiker Spieleoffensive. Das macht ihr auch echt gut, ihr Penner. Eine kleine, die habe ich mir die Erweiterung für XCOM 6,99. Ja, Mindestbestellwert. Alles klar. Und dann habe ich es halt eingepackt. Bin gespannt drauf. Wie gesagt, habe es schon öfters mal auf dem Schirm gehabt. Und Regeln sind schon gelesen. Jetzt warte ich noch, dass ich es endlich zocken kann. Aus dem Jahre 2017, Wasteland Express Delivery Service von Panasaurus Games. Eins der coolsten Pick-up-and-Deliver-Games. Ich habe es schon gespielt. Und ich habe selten ein Spiel mit einem cooleren Inlay gesehen, was so geil strukturiert worden ist. Zwar ist für den Spieler dieses Mad Max-Thema postapokalyptisch und wir müssen halt hier durch die Gegend fahren, können unsere Trucks aufrüsten und dann gegen irgendwelche Raider antreten und so weiter und so weiter. Finde ich richtig geil, das Ding. Und habe ich dann ertauscht. Nikolas, wenn du das hier sehen solltest, hat mich echt gefreut, mit dir Geschäfte zu machen. Dafür ist natürlich mein Seventh Continent Kickstarter draufgegangen. Aber ich fand es richtig cool. Und das ist quasi, ohne dass ich es mit meiner eigenen Version gespielt habe, sofort zum Keeper geworden, weil ich kenne es nämlich schon. Wie gesagt, habe schon gezockt. Und sieht nicht nur abgefreakt aus, ist abgefreakt, ist cool. Und jetzt endlich in meiner Sammlung, aber auch immerhin 4 Jahre schon alt. Wie sagt man bei Kickstarter schön, Handtuch drauf, all in, einmal Terra Mystica, tutti completi, 2014, 2015, 2019 war es, glaube ich. Habe ich keine halben Sachen gemacht. Ich bin ja auch Gaia-Projekt-Fan und habe schon viele Partien hinter mir. Habe mich immer gegen Terra Mystica gewehrt, weil ich immer gesagt habe, so nee, ich bin halt eher der Sci-Fi-Otto. Und jetzt war es irgendwie soweit, es hatte sich angeboten, ich habe einen guten Kurs dafür bekommen. Und hat mir dann gesagt, komm, wenn jetzt schon, dann nehme ich es einmal komplett. Und freue mich auch tatsächlich jetzt schon mittlerweile auf die Partie. Habe richtig Bock drauf, habe die Regeln schon drin. Es ist ja wirklich sehr nah an Gaia-Projekt. Und freue mich richtig, richtig drauf. Und mich würde mal jetzt interessieren, einfach mal reingekippt, wie ihr das seht, ob ihr Gaia-Projekt bevorzugt, ob ihr Terra Mystica bevorzugt. Habt ihr beides? Ich kenne auch Leute, die haben beides. Und wenn ja, welches Spiel würdet ihr bevorzugen? Also da wäre mal gespannt, was ihr auch dazu sagt. Und haut es mal in die Kommentare. Kleine Perle aus dem Jahre 2012, also ursprünglich 2012 erschienen, also auch schon 9 Jahre alt, Flashpoint, Flammendes Inferno. Ich glaube, es ist einer der flottesten gespielten, coolsten, kooperativen Spiele. Das Thema Feuerwehr kommt, glaube ich, richtig cool rüber, wie er da drin rumläuft und dann bricht hier das Feuer aus und dann krachen da die Wände zusammen. Es gibt ja richtig viele Erweiterungen. Ich kenne Leute, die haben auch alle Expansions dazu. Ich glaube, auf Deutsch ist gar nicht alles erschienen. Aber habe ich auch super lange drumherum geschlawenzelt und auch schon viel gesehen. Ende vom Lied war auch der Klassiker beim Wolfertinger bestellt. So, ja, schicken wir mal deine Regale. Ach komm, scheiß drauf, ich nehme Flashpoint mit. Und jetzt habe ich es und finde es geil, bin gespannt drauf und freue mich jetzt schon auf die ersten Partien. Und Neu. 51st State im Master Set von 2016. Allerdings habe ich mir direkt alle Erweiterungen dazu geholt. Die Sucher, Moloch und, lass mich nicht lügen, ich komme nicht drauf, wie die andere Erweiterung heißt. Das Grundspiel vom Magnus abgesnackt, da waren noch irgendwelche Promo-Erweiterungen drin, irgendwie Promo-Völker nochmal und dann eben, wie gesagt, diese 3 Erweiterungen. Ich hatte es schon mal, habe es damals aber alleine gespielt und das war so, alleine fand ich es nicht so geil und deswegen habe ich es damals wieder abgegeben. Da war ich noch nicht so schlau, dass ich mir gedacht habe, okay, vielleicht spielt man es mit mehr Leuten spannender. Und jetzt habe ich irgendwie Bock drauf gehabt, das ist ja dieselbe Mechanik wie bei Imperial Settlers.
Und ich mag einfach das Thema halt total gerne, ne? Und deswegen, ja, habe ich es mir jetzt gegönnt, nachdem ich es dann zuletzt wieder bei der Sarah und ihrem netten Männchen beim Zocken gesehen habe. Und ja, ich weiß nicht, habt ihr Imperial Settlers gespielt? Habt ihr 51st State gezockt? Haut's mal auch in die Kommentare, bin ich sehr gespannt drauf. Und wenn ja, auch welches würdet ihr hier präferieren, weil Imperial Settlers hat ja die deutlich größere Auflage und hat ja auch mehr Völker und sowas. Mich persönlich reizt aber 51st State vom Thema mehr. Also da würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was ihr dazu sagt. Zum allerersten Mal gesehen bei Victoria Partnerspiele, damals im Livestream, im Live-Let's Play, Pavlovs Haus, The Battle of Stalingrad. Natürlich auch wieder Zweiter Weltkriegsthema, aber eigentlich ein richtig cooles Tower-Defense-Game, wenn man so möchte. Ich habe ja auch Castle Itter, auch das ein super geiles Spiel von Denversen Games. Und ja, es war lange Zeit ausverkauft, also in der Second Edition. Man hat es lange Zeit nicht bekommen, dann war es wieder da, dann war es wieder raus. Und tatsächlich war das ein Mängelexemplar bei Fantasy Welt. Und die einzigen Mängel, die ich halt gesehen habe, sind, dass hier irgendwie so vom Kleber noch irgendwie ein bisschen Rest ist oder halt hier noch so eine kleine Kitsche. Dafür habe ich halt am Ende dafür, glaube ich, nur 40 Euro oder 45 Euro bezahlt. Richtig cool und ja, bin ich sehr gespannt drauf. Ist ja so ein Thema, was ich recht spannend finde und hoffe, dass ich es dann jetzt irgendwann auch zeitnah mal zocken kann. Obwohl ich auch nicht so der Solo-Zocker bin, aber wenn ich jemanden habe, mit dem mir das mit mir mal reintut, vielleicht auch mit Chris, muss ich mal gucken, dann gönne ich es mir. Vielleicht, ich weiß nicht, ihr, wenn ihr Tower Defense Games spielt oder Solo Games oder vielleicht auch War Games, kennt ihr Pavlovs Haus? Mögt ihr sowas? Ist ja auch mal so eine Sache, weil es ein sehr spezielles Thema ist. Es gibt ja Leute, die sagen, das ist so kriegsverherrlichend und so, ne? Ja, ist auch ein sehr, sehr, sehr schweres, sehr starkes Thema. Würde mich mal interessieren. Nachdem wir im Podcast natürlich Metal Heroes and the Fate of Rock bzw. Holz gespielt haben, hatten wir ja den Sven Harder bei uns und er hat mich dann auch tatsächlich nochmal auf Reiter der schwarzen Sonne aufmerksam gemacht und hat mich dann so angefixt, dass ich mir das Ding direkt in der Eternal Edition gegönnt habe mit Würfeln, mit allem drum und dran. Dickes, fettes Hardcover-Spielbuch. Und ja, ich habe das Gefühl, dass so Spielbücher nicht ausgestorben sind. Hab das Gefühl, die erleben gerade so ein bisschen zweiten Frühling. Die sind ja schon recht, also ist jetzt ja nicht so, als ist jetzt eine neue Erfindung, aber ja, weiß auf jeden Fall, dass sie ihre Fanbase haben und das auch seit kurzem auch, ich kenne etliche Leute, die es irgendwie auch zocken und haben und machen und tun. Wenn ihr irgendwie mal so ein Spielbuch gezockt habt, kennt ihr es. Das jetzt vom Manticore Verlag, die sind ja, glaube ich, recht stark, was das angeht. Ne? Vom Gefühl her gibt es irgendwie nur den Manticore Verlag, was Spielbücher angeht. Aber mich würde mal interessieren, was ihr noch für Spielbücher empfehlen könnt, denn irgendwie habe ich so ein bisschen Gefallen daran gefunden und würde da gerne so ein bisschen tiefer einsteigen. Lange danach gesucht und dann doch fündig geworden, Fortune and Glory. Und in dieser Box befinden sich noch die Sands of Cairo Erweiterung, die irgendwas mit Danger Erweiterung, dann natürlich noch die Treasure Hunters und die Rise of the Crimson Hand. Es ist natürlich, wie so alle Flying Frog Titel, maximaler Trash mit Würfeln und Machen und Tun. Was ich aber hier so geil finde, ist dieses Indiana Jones mäßige, ist ja so The Cliffhanger Game und finde ich super cool. Man muss natürlich das Design auch wieder mögen, es ist wieder diese Pulp Krams so, da kommt nicht jeder mit zurecht. Ich finde es halt derbe geil und ja, warte jetzt nur noch darauf, bis es endlich losgeht, bis ich endlich mal eine fette Partie spielen kann. Und wer irgendwie wissen will, wie es funktioniert, guckt euch da auch auf Tabletop Will Wheaton da eine Partie an. Hat mich damals auch derbe angefixt und ja, trifft wieder genau meinen Nerv momentan. Ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich irgendwie so Phasen habe, wo ich Euros geiler finde oder andere Sachen. Momentan mag ich das lieber und ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe jetzt alle Flying Frog Titel. Habt ihr gut gemacht, Jungs. Ja, und die letzte Perle, die ich gerne noch reinschmeißen möchte, ist Marvel Heroes von 2006. Ist das Spiel erschien damals bei beim Heidelberger Spielverlag. Asmodee war das, glaube ich, schon. Ja, Vertrieb bei Heidelberger, genau. Ja, und das Geile bei dem Game ist wirklich, ihr habt hier so vorgemalte Minis. Und das Spannende ist eben, also mal abgesehen davon, dass das Brett wie Kacke aussieht, aber ihr spielt eine Heldengruppe, wie zum Beispiel Fantastic Four oder die X-Men, und euer Gegner spielt dann euren Erzfeind. Und das ist halt hochgradige Interaktion, während ihr auf der einen Seite mit euren Helden versucht, Action zu machen und so, haut euer Gegenspieler dann mit dem Erzfeind rein. Finde ich richtig spannend, das Ding, habe ich mir auch ganz gut geschossen, weil auch out of print und ist echt gar nicht so günstig teilweise.
Da bin ich wirklich gespannt drauf und konnte es natürlich auch noch nicht zocken. Ist auch seit kurzem bei mir. Aber netter Typ, von dem ich es abgeholt habe. Und so, kommt hoffentlich jetzt zeitnah mal auf den Tisch, weil ich habe echt Bock drauf. Da habe ich echt Bock drauf. Ja, das war eine Folge Bits, kurz und knackig. Ich wollte euch einfach nur ein paar Perlen zeigen, die jetzt hier Einzug gezogen, gefunden haben. Es gibt noch ein paar mehr. Ich habe auch noch ein Thunderstone Quest jetzt im Regal. Touch of Evil ist bei mir eingezogen. War of Whispers, Danger Park. Also es sind noch etliche mehr Games. Allerdings waren das jetzt so die Spiele, wo ich dachte, die müsste man mal zeigen. Ein paar davon sind so nach dem Motto, die muss man halt besitzen. Und ein paar davon, vielleicht sind da ein, zwei Spiele dabei, wo ich glaube, die sind nicht so alltäglich. Und da werden jetzt einige von euch sagen, so, oh krass, habe ich ja noch nie gesehen, gucke ich mir mal an. Und mich würde mal interessieren, was so bei euch jetzt so die letzten Neuzugänge waren, was ihr sagt, was bei euch so Perlen waren, die eingezogen sind. Denn wie ihr jetzt gesehen habt, waren das alle Spiele, die jetzt nicht aus diesem Jahrgang sind, sondern alle schon ein paar Tage auf dem Buckel haben. Und das würde mich mal interessieren. Und ansonsten, wenn ihr das erste Mal hier wart, dann vergesst einen Daumen nach oben nicht oder lasst ein Abo da oder kommentiert das Ganze. Damit unterstützt ihr mich auf jeden Fall. Und ansonsten, bleibt sauber und gesund, zockt fleißig für mich mit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Potti, macht's gut, ciao.